Deine Identität, dein Name, deine Bilder. Eingesetzt von Betrügern, um illegal an Geld zu kommen. Kriminelle nutzen die Corona-Krise für ganz neue Betrügereien. Betrüger greifen Privatpersonen an. Unternehmen, ganze Staaten. Verbrecher wittern ein großes Geschäft mit der Corona-Krise. Ich würde mal behaupten, das war der digitale Bankraub des Jahres. Definitiv. Der Gesamtschaden? Noch nicht genau zu beziffern. Doch es geht um viel Geld. Auch wir werden angegriffen und bekommen eine Phishing-Mail. Wir drehen den Spieß um und wollen herausfinden, woher kommt die Mail? Wer sind die Betrüger? Wochenlang bewegen wir uns in verdeckten Foren im Internet. Treffpunkte von Kriminellen. Es herrscht Goldgräberstimmung. Unsere werte Bundesregierung stellt rund 500 Millionen Euro für finanziell durch Corona geschädigte Firmen zur Verfügung. Die Frage ist also, wie schneiden wir uns ein paar Scheibchen davon ab? Die Verbrecher attackieren auch uns online. Wir bekommen eine E-Mail auf unsere Arbeitsadresse. Angeblich vom Arbeitgeber zdf.de. Darin werden wir aufgefordert, den Anhang zu öffnen. Was würde passieren, wenn wir sie wirklich öffneten? Von Berlin aus sprechen wir mit einem IT-Spezialisten in München. Wir haben Fälle, wo sich dann die Angreifer in aktive Zahlungsvorgänge mit einklinken. Das heißt, die Überweisung geht dann nicht auf das Konto von dem Geschäftspartner, sondern auf irgendeine Bank, wo sie dann auf Nimmerwiedersehen verloren ist, die Zahlung. Haben die Angreifer das bei uns versucht? Wollten sie in unsere Bankverbindung eingreifen? Wir wollen wissen, woher der Angriff kommt. Thalmeier verspricht, die E-Mail zu analysieren. In der Zwischenzeit versuchen wir, dorthin zu gehen, wo die Kriminellen sind. In die Tiefen des Netzes, das sogenannte Deep Web. Wer Zugang hat, findet einen digitalen Untergrundmarktplatz. Im Angebot Drogen, Waffen und geklaute Kreditkarten. Die Verkäufer agieren wie Geister, nicht sichtbar. Versteckt hinter Kryptotechnik reden sie über Betrugsmaschen in Corona-Zeiten. Ich meine, jeder nutzt die Krise, um seine Taschen etwas zu füllen. Habt ihr da was im Kopf? Wir schreiben viele Forennutzer an, wollen besser verstehen, wie der Betrug funktionieren soll. Einer antwortet. Sein Deckname? Filling Tempel. Ich arbeite gewissermaßen hauptberuflich als Betrüger und das seit Jahren. Bin aktuell an einer größeren Sache, geht wohl um staatliche Zahlungen, Kredite. Was genau dahinter steckt, weiß ich noch nicht. Ich bin jemand, der nur ein Konto stellt und das Geld wäscht. Filling Tempel stellt Konten zur Verfügung, mit denen andere die Herkunft von Geldern verschleiern, die sie meist illegal erwirtschaftet haben. Das Geld landet also auf gefakten Konten, angelegt mit Hilfe geklauter Identitäten. Die Betrüger nennen das Bankdrops. Wie funktionieren diese Fake-Konten? Nach langen Vorgesprächen ist ein Cyberkrimineller bereit, uns zu treffen. Anonym, in einem Hotelzimmer. Er erklärt, wie sie an die Identitäten der Opfer kommen. Wir schalten Fake-Webseiten mit Jobangeboten. In den Jobangeboten haben wir bei der schriftlichen Bewerbung um Einreichung des Ausweises gefragt. Angeblich für die Erstellung eines Arbeitsvertrags. Und so habe eine seiner Seiten ausgesehen. Hier wird ein Screenshot des Personalausweises abgefragt. Mit diesen Daten wird dann der Bankdrop erstellt. Das heißt, wir erstellen so ein Bankkonto und verwalten das unter deren Namen, ohne dass sie davon wissen. In Deutschland können Online-Konten nur noch mit einem sogenannten Video-Ident-Verfahren eröffnet werden. Die Betrüger manipulieren diese Verfahren. Wenn man die Leute dahingehend bearbeitet, die Video-Ident-Verfahren zu machen, da gibt man sich als jemand aus, der man gar nicht ist. Die Betroffenen haben lange keine Ahnung, dass ihr Konto dazu dient, kriminelles Geld zu waschen. Meist fliegt der Betrug nach 4 Wochen auf. Es lohnt sich offenbar trotzdem. Unser Informant beziffert den Schaden, den er angerichtet hat, auf rund 2 Millionen Euro. Er sei 2019 ausgestiegen, als seine Gruppe ins Visier der Fahnder geriet. Wollten Betrüger auch an unsere Kontodaten? Unser IT-Experte Thalmeier aus München hat unsere E-Mail analysiert. Die Rückschlüsse, die wir aus dem Angriffsmuster ziehen können, ist, dass diese Gruppe eine semiprofessionelle Bande ist, also eine kriminelle Gang, wenn man so will. Thalmeiers Analyse zeigt, die Angreifer agierten mit einer portugiesischen IP-Adresse. Und wir sind nicht die einzigen potenziellen Opfer. 3.600 Menschen gerieten ins Visier der Kriminellen. Die Corona-Krise ist ein willkommener Anlass für Cyberkriminelle, schnelles Geld zu verdienen. Sie versuchen, von der Unsicherheit zu profitieren. Auch unser Kontakt Filling Tempel ist offenbar involviert. Er schickt uns ein Chatprotokoll. Er und ein Unbekannter tauschen sich aus, wie die Corona-Abzocke ablaufen soll.
Filling-Tempel soll für die Täter Geld waschen. Und das möglichst schnell, bevor Öffentlichkeit und Behörden es bemerken. Betreff: Überweisungen ab 8.000. Name des Empfängers egal. 1,4 Millionen Payments da. Zeit ist Geld mit der Methode. Das soll so spät public werden wie möglich. Okay, klar. Also ich schaue, dass ich morgen weitere Bankdrops klar mache. 15.000 sind raus. Gerade Bestätigung erhalten. Montag, Dienstag ist das da. Ich kipp dich mit Geld zu. Das glaubst du nicht. 7 Tage nach diesem Chat ist klar, worum es ging. Offenbar haben Betrüger eine Masche gefunden, die Soforthilfen vom Staat abzukassieren. Tausende Anträge seien missbräuchlich gestellt worden. Filling-Tempel schickt Fotos. Sie belegen, es wurde tatsächlich Geld an ihn überwiesen. 9.000 Euro. Absender ist Corona-Bezirksregierung Düsseldorf. Und so soll der Betrug gelaufen sein. Also, die Daten für die Soforthilfen werden über eine Fake-Seite abgefasst. Quasi eine Seite, die aussieht, als ob man da Soforthilfe beantragt. Dort werden empfindliche Privat- und Firmendaten abgefangen. Dann wird mit denselben Daten, aber eben einer anderen IBAN, der Antrag bei der richtigen Behörde gestellt. Und wie viele insgesamt? Also, es gingen am Ende knapp 4.000 Anträge durch. Aktuell werden die meisten Zahlungen gestoppt, beziehungsweise da kommt nichts mehr. Aber das lief ja schon einige Tage gut. Ich würde mal behaupten, das war der digitale Bankraub des Jahres. Definitiv. Und was ist Ihre Rolle? Ich selbst wasche diese über 3 bis 4 andere Konten, wechsle sie in Bitcoin. Diese Bitcoins werden gemixt, um die Herkunft zu verschleiern. Ich erhalte den Betrag schließlich als Guthaben auf einer anonymen SIM-Karte. Die gefälschte Website, über die der Betrug lief, ist mittlerweile gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Zum aktuellen Verfahren keine Auskunft. Oberstaatsanwalt Markus Hartmann bestätigt aber, dass Kriminelle so vorgehen, wie unser Kontakt Filling-Tempel es beschrieben hat. Die Kriminellen gehen arbeitsteilig vor. Die einen programmieren Fake-Seiten, andere, wie unser Kontakt Filling-Tempel, stellen die Bankkonten zur Verfügung. Bestimmte Fachrichtungen, kann man fast sagen, spezialisieren sich auf das Entwickeln von Schadsoftware, die nächsten auf das Anbieten von Bankkonten, über die Zahlungen geschleust werden. Die dritten haben besondere Fachkenntnisse der Webseitenprogrammierung. Und über Marktplätze im Internet, vor allen Dingen im Darknet-Bereich, finden dann diese unterschiedlichen Spezialisierungen zusammen und ermöglichen damit vielfach auch erst eine professionelle Tatbegehung. Wie viele Millionen der Corona-Hilfen von Kriminellen kassiert wurden, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Ein Ende der Masche scheint nicht in Sicht. Filling-Tempel meldet sich ein letztes Mal. Gruß am Rande. Habe einen Hinweis, dass das mit den Corona-Hilfen noch geht. Sah heute einen Beleg über 15.000, angeblich diesmal nicht aus NRW. Mittlerweile wurde bekannt, Betrüger haben auch in Sachsen, Berlin und anderen Bundesländern Soforthilfen abgezockt. Wart ihr schon mal betroffen von Cyberkriminalität? Schreibt es in die Kommentare. Frontal. Ab sofort erscheinen hier auf dem YouTube-Kanal von ZDF Heute Nachrichten regelmäßig unsere Recherchen. Abonniert den Kanal, um keine zu verpassen.